Hier sind 26 Minecraft-Hacks, die gar nicht mal so schwer sind und euch das Leben in Minecraft leichter machen. Ach ja, und bevor es losgeht, eine kleine Challenge für euch. Schafft ihr es, unseren Kanal zu abonnieren, noch bevor ich auf dem Boden aufkomme? Das hilft uns wirklich sehr und so bekommt ihr jedes Mal mit, wenn wir ein neues Video hochladen. Danke! Autsch! Nummer 1. Wir können versuchen, geheime Räume hinter Gemälden zu verstecken. Aber das bedeutet auch oft, dass andere Spieler dieses geheime Versteck schnell finden können. Denn, seien wir mal ehrlich, geheime Räume gibt es immer hinter Gemälden, oder? Mit Falltüren hingegen kann man es seinen Freunden erschweren, den Eingang zu finden. Ob an den Seiten oder oben und unten, beide Methoden funktionieren. Es ist sogar möglich, den Eingang nur einen Block hoch zu machen. Mit einer Elytra können wir jetzt durchkommen. Diese Methode ist viel einfacher als komplizierte Redstone-Mechanismen zu bauen. Ich meine, wie funktioniert das nochmal genau? Nummer 2. Um noch mehr Holz aus einem Setzling in Skyblock zu bekommen, gibt es einen Trick. Dazu bauen wir einen Ring mit einem Block Abstand um den Block, in dem später der Baum wächst. Und fertig. Denn wenn wir jetzt Warten oder Knochenmehl verwenden, wächst der Baum immer höher als ohne die Blöcke drumherum. So haben wir schon am Anfang mehr Rohstoffe für unsere Basis. Nummer 3. TNT verursacht keinen Schaden an Blöcken unter Wasser. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, TNT im Wasser zu zünden und trotzdem die Blöcke in der Nähe zu zerstören. Legt dafür Sand über das TNT, denn sobald wir es zur Explosion bringen, fällt der Sand in den Block darunter, wodurch das entzündete TNT nicht im Wasser, sondern in einem Luftloch ist. Jetzt verhält sich das detonierte TNT genauso wie an der Oberfläche und sprengt alles im Umkreis weg. Nummer 4. Woher bekommt diese Redstone-Lampe ihr Signal? Nun, mit dieser Konstruktion hier. Aber wenn der Beobachter in Richtung der Mauern zeigt, dann brauchen wir diesen Redstone-Mechanismus gar nicht. Es ist nämlich so, dass die Wände ihre Verbindung ändern, wenn eine neue Wand hinzukommt. Dieses Signal kann dann vom Beobachter erkannt werden, der es wiederum an den Kolben weitergibt. Auf diese Weise ist es möglich, Kolben mit nur einer Falltür zu bewegen. Nummer 5. Die Verwendung von Lava zur Betreibung von Öfen kann zu Beginn des Spiels zu teuer sein und die Suche nach Kohle zu langweilig. Die Lösung? Tropfsteinspitzen. Denn wenn man Lava über sie platziert und die Lavatropfen mit Kesseln auffängt, kann man nun relativ schnell die Lava bekommen. Ein Lavaeimer reicht dabei für insgesamt 100 Brennvorgänge. Und sobald das Erz geschmolzen ist, ist auch schon der nächste Kessel mit Lava gefüllt. Ziemlich praktisch. Nummer 6. Normalerweise stellen wir Betten einfach auf den Boden, oder? Aber habt ihr euer Bett schon einmal mit Stufen an der Außenseite dekoriert? Wieso wir das machen sollen? Nun, ist es nicht so, dass es mit den Stufen wie ein Schlafsack aussieht? Also, wenn du das nächste Mal deine Zelte aufschlägst und einen realistisch aussehenden Schlafplatz haben willst, versuch es mit Stufen. Nummer 7. In unseren Häusern verwenden wir eigentlich immer Holzbretter für die Wände, aber sie machen unseren Wohnraum viel kleiner. Die Lösung hierfür ist, dass wir auch Falltüren für unsere Wände verwenden können. So sind wir einerseits vor dem Wetter und Mobs draußen geschützt und haben andererseits mehr Wohnraum geschaffen. Denn, wie wir alle wissen, sind Falltüren viel schmaler als die Holzbretter. Nummer 8. Schon einmal ein realistisch aussehendes Klavier in Minecraft gebaut? Wahrscheinlich nur im Kreativmodus. Denn für die Tasten brauchen wir wirklich unzählige Enderdrachenköpfe. Ernsthaft, woher bekommt man so viele davon? Eine schnellere Methode ist es, Webstühle zu verwenden. Denn wenn man genau hinsieht, ähneln diese auch den Tasten des Klaviers, oder? Nummer 9. Gerüste sind nicht nur sehr praktisch für den Bau. Sie können auch schnell abgebaut werden und ersetzen die üblichen Kandidaten wie Bruchstein oder Erde. Aber Schnee ist für diesen Zweck noch besser geeignet. Ja, richtig gehört, Schnee. Denn für Schneebälle müssen wir nicht einmal ewig farmen. Nein, mit dieser unendlichen Schneequelle in der Bedrock Edition wird es möglich, Schnee auch für sowas zu verwenden. Übrigens kann man auch Pulverschnee nehmen. Immerhin alles besser, als wenn die Blöcke alle auf dem Boden herumliegen. Nummer 10. Eine einfache Methode, um schnell viel Zuckerrohr zu bekommen, besteht darin, ein Muster wie dieses in den Sand zu graben und das Wasser genau in die Mitte zu setzen. Auf diese Weise ist es möglich, dass nur ein Eimer Wasser benötigt wird, um alle Gänge mit Wasser zu versorgen. Und schon kann man Zuckerrohr anbauen. Von oben sieht das noch dazu ziemlich schick aus. Nummer 11. Um zu verhindern, dass Zombies auf deinem Grundstück auftauchen, gibt es einen einfachen Trick. Und damit meine ich nicht das Aufstellen von Fackeln. Leuchtflechte spenden nämlich ebenfalls Licht, was das Spawnen von Mobs verhindert. Platzier sie einfach überall und schon bist du sie los. Nummer 12. Tiergehege können auch auf eine andere Weise gebaut werden, die nicht nur ressourcenschonender ist, sondern auch besser funktioniert. Dazu setzt man die Zäune nicht nebeneinander, sondern diagonal. So sieht das Gehege genau gleich aus. Eigentlich sollte man meinen, dass die Tiere hier problemlos durchlaufen können. Aber das können sie nicht. Egal wie sehr wir hier schieben und drücken, sie kommen nicht raus. Außer die Kinder. Für die ist es leider schon möglich auszubrechen. Nummer 13. Schon mal mit
mit einer Lore im Wasser gewesen? Nun, das ist gar nicht so weit hergeholt, denn es ist möglich, ohne Schienen auf dem Wasser zu fahren. Dazu legt man Seelensand ins Wasser, sodass ein Weg zum Ziel entsteht. Nun geht man in die Lore und hups, wir werden in die Luft geschleudert. Aber nicht nur das, so kommen wir auch sehr schnell über das Wasser. Nun, diese Methode ist ressourcenschonender als die normalen Schienen, oder? Und Spaß macht es auch noch. Nummer 14. Lasst die Rüstungsständer im Kreis fallen und schiebt einen Leuchtstab in den Rüstungsständer. Dann drücken wir mit den Kolben das Glas auf die Rüstungsständer und setzen Falltüren an die Seite. Tja, und was haben wir jetzt gebaut? Schön aussehende leuchtende Außenlampen. Nummer 15. Wenn wir zwei Truhen nebeneinander stellen, bleibt zwischen den beiden Truhen ein Abstand. Diesen Platz können wir nutzen, um Objekte zu verstecken. So ist es möglich, Rahmen in den Raum zwischen den beiden Truhen zu platzieren und dann zum Beispiel einen goldenen Apfel darin zu setzen. Das kann nicht nur sehr praktisch sein, sondern sieht mit den Rahmen auch noch so aus, als wären die beiden Truhen miteinander verbunden. Nummer 16. Zu Beginn des Spiels ist es wichtig, schnell einen Unterschlupf zu haben, um vor Mobs sicher zu sein. Eine kreative Lösung dafür ist es, Setzlinge nebeneinander zu platzieren, so dass ein geschlossenes Quadrat entsteht. Sobald die Bäume gewachsen sind, zerstört die Blätter im Inneren und schon haben wir ein Haus aus noch lebenden Bäumen. Klar, sieht jetzt nicht so toll aus, aber hey, es ist definitiv eine Möglichkeit. Nummer 17. Falltüren sind für unterirdische Geheimräume nicht wirklich geeignet, da sie halt zu offensichtlich sind. Tropfblätter hingegen sind dafür sehr gut geeignet, denn wenn man sie so ins Wasser legt, dass sie den Weg zu einem geheimen Raum verdecken, kann man einfach draufgehen, was dazu führt, dass man nach unten gedrückt wird. Einfach, aber effizient. Und das ist doch viel besser als auffällige Falltüren. By the way, habt ihr Lust auf noch ein Video, wo wir euch coole geheime Minecraft-Basen zeigen? Dann schreibt's unbedingt mal in die Kommentare. Nummer 18. Um Hänge noch besser aussehen zu lassen, ohne dass man immer Erde sieht, können wir Moosblöcke auf den Hang setzen. Und siehe da, es sieht wirklich besser aus als vorher. Nummer 19. Eigentlich kann nur ein Spieler in der Lore sitzen. Das können wir allerdings ändern. Denn es ist tatsächlich möglich, dass zwei Spieler gleichzeitig in einer Lore sitzen und damit fahren. In den Booten ist nämlich Platz für zwei Spieler. Und genau das können wir ausnutzen. Stellt das Boot auf die Schienen und schiebt die Lore hinein. Schon haben wir ein Boot, das auf Schienen fährt. Jetzt können zwei Spieler in dem Boot sitzen. Hallo, Max, bist du da? Nummer 20. Holzdecken sehen in der Regel so aus und die Textur ist dabei immer in eine Richtung ausgerichtet. Das ist eigentlich sehr schade, denn warum kann man das Muster nicht auch einfach drehen? Nun, mit Lesepulten ist auch das möglich. Einfach die Blöcke mit einem Debug-Stick drehen oder, wenn man nicht die rechte hat, abwechselnd in beide Richtungen platzieren. Dieses Muster hier sieht doch schon viel schöner aus als die normalen Holzdecken. Aber wir dürfen nicht nach oben schauen, denn dort sieht es so aus. Ups, wir müssten, glaube ich, noch eine Schicht mit anderen Blöcken oder Teppichen drüber legen. Nummer 21. Mit dieser Lava- und Wasserkonstruktion ist es möglich, Bruchstein und Stein gleichzeitig zu farmen. Wenn ihr also das nächste Mal Skyblock spielt, solltet ihr euren Bruchsteinfarm genau so bauen. Denn auf diese Weise werden die Blöcke gleichzeitig im Fass gelagert. Nummer 22. Tiere, die aus dem Gehege entkommen, können leicht zurückgebracht werden. Wie das funktioniert? Na, ganz einfach. Man zündet das Tier einfach an. Also wirklich. Denn sobald das Tier brennt, rennt es zur nächsten Wasserquelle. Und da im Gehege immer Wasser zum Trinken für die Tiere vorhanden sein sollte, funktioniert das wirklich fast immer. Fast immer. Denn das Zauntor muss offen bleiben und die anderen Tiere könnten in der Zwischenzeit entkommen. Man muss also ein bisschen vorsichtig sein, denn das Tier kann schnell zur Nahrung werden. Oh Mann! Nummer 23. Wenn wir Esel satteln und Huhn auf ihn befestigen, erhalten wir ein zusätzliches Inventar. Wenn wir keine Schalkerkisten oder Enderchests haben, ist das ein effizienter Weg, um viele Gegenstände über lange Strecken zu transportieren. Nummer 24. Wenn wir im Nether von Piglins getötet werden und in der Oberwelt wieder respawnen, müssen wir uns oft sehr beeilen, damit unsere Gegenstände nicht verschwinden oder von ihnen aufgegriffen werden. Auch hier kann das Nether-Portal zum Albtraum werden, wenn es zu lange dauert, bis wir in die andere Dimension gelangen. Wenn wir jedoch Gegenstände durch das Portal werfen, bevor wir es betreten, wird die Welt schneller geladen als sonst. Nummer 25. Wenn wir Skelette mit Eiswanderern vergleichen, wird deutlich, dass wir mehrere Gegenstände von Eiswanderern erhalten, wenn wir sie töten. In einer Skelettfarm können wir das leicht ausnutzen, indem wir einen Eimer Pulverschnee in die Skelette stellen, damit sie sich verwandeln können. Nummer 26. Direkt vor den Blöcken zu stehen, die man abbaut, ist nicht der beste Weg. Denn ja, wir bauen die Blöcke schnell,
schneller ab, wenn wir ein wenig von ihnen entfernt sind. Das ist nicht nur gut, um beim Farmen schneller voranzukommen, sondern kann uns auch das Leben retten. Sich beim Abbau von Blöcken immer vorwärts zu bewegen und nah am Block zu sein, kann nämlich auch tödlich sein. Oh nein! Uah!